nicht zu gebrauchen. Beim zweiten Mal filmten wir das unvertonte Material mit 3 Camcorder direkt von der Leinwand ab. Das beste Ergebnis war die Grundlage für die weitere Bearbeitung am Computer. 840 Szenen wurden gesichtet, geschnitten und in eine für uns logische Reihenfolge gebracht. Der Anfang war getan. Wo wir uns selber... Making-of. Für Making-of, wo wir uns selber halt in den Film einsetzen. Die wollen es auch noch verewigen, weil genau. Wir die anderen. Genau, okay. Ja. Das muss man ja nicht in den Hauptteil reinbringen, sondern hinten an. Soll ja auch nicht. Und vor allen Dingen, der, dann ist ja über eine Menüführung nachher gemacht werden soll, wenn es technisch bearbeitet ist, dann soll ja der Zuschauer oder der Betrachter die Möglichkeit haben, zu sagen, das Making-of will ich gar nicht sehen. Oder ich will gerade nur das Making-of sehen. Das finde ich interessant. Man weiß es gar nicht. Aber also stell mal vor, Leute können das Menü nicht bedienen und sie sehen uns dann gar nicht. Können ja mal zu uns kommen, wir sagen. Okay. Also das ist nicht das Problem. Na gut, den ersten Arbeitsgang habe ich erledigt. Das Wichtigste ist das Special. Den Film schon mal digitalisiert. Ja. Und machen uns jetzt Gedanken, was soll man das Endprodukt des Filmes werden. Richtig. Den können wir ja noch schneiden. Ja, an dem Punkt, deswegen können wir das ja gar nicht mehr. Nee, aber was den Sportlehrer betrifft, das gab schon einen Sportlehrer. Sport war keine Kurve. Ohne Sport gab es keine Kurve. Aber er hat das. Weiß ich nicht. Ich denke mal, er war von zu Hause Sportlehrer und hat sich wegen seiner Fähigkeiten da. Wegen seiner Fähigkeiten überlegen. Das kann man ja fragen. Wir können vom Ehrenamt über sein. Du kannst ja fragen, du hast auch mal Polytechnik studiert, das hast du ja nie erlebt, die Kombination Berglehrer, Sportlehrer. Und ich meine mal, stimmt, sicherlich noch nicht sechste, siebte. Ich meine auch andere Lehrer, denke ich mal, wenn es jetzt um Sportfestbeispiele geht, haben sich ja andere genauso engagiert. Warum musst du dich da engagieren, nicht? Oder? Oder war das eine einzige oder alleine Sache des Sports? MZ 150 Kubik Viergang und da steckt schon ganz schön Power hinter und da kann man nicht, das musste da wirklich disziplinieren. Wenn ich den Daumen hochgehe, dann wussten sie, mussten Gas wegnehmen und so. Es wurde genau festgelegt, wie zu fahren war, wer, wie und in welchen Gang zu fahren hatte. Das war mir dann doch zu gefährlich. Man kann ja auch mit 60, 70 Sachen irgendwo gegenfahren und sich schwer verletzen. Ne? Und wir haben versucht, auch die Sturzhelme reinzukriegen. Das waren dann so eine alten Filmhelme. Da wird man heute drüber lachen, wenn man die Helme, die hatten wir dann auf, damit das auch und die Sicherheit gewährleistet wurde. Nicht? Aber wie gesagt, es war auch immer ein Risiko bei. Aber wir hatten, also die Disziplin war wirklich da, sodass das Risiko minimiert wurde. Nicht? Das ist auch nie was passiert in all den Jahren. Nicht. Ende der 70er Jahre war ich das erste Mal in Basel, du zu der Zeit existierte. Diese Arbeitsgemeinschaften auch. Zumindest habe ich dann nochmal so einen Karwagen da gesehen im Original. Wie lange haben Sie das gemacht? Ja, ich habe 25 Jahre. Wenn ich mich recht erinnere, das war ja die erste Zeit, da kriegten wir das nicht bezahlt, da war das ehrenamtlich. Mhm. Und später kriegte ein Arbeitsgemeinschaftsleiter 7 Mark die Stunde. Und ich habe das gemacht, ja bis 83 bin ich nur eher nach Gilo gegangen. Aber gleich von Anfang an, wir hatten den Werkraum, im heutigen Marstall, im hinteren Kutschen-Garagenbereich, da war der Werkraum drin und da haben wir gebastelt und unsere Fahrzeuge in Stand gehalten. Wir haben mehr montiert als gefahren, das ist auch klar. Ne? Die alten Dinger, ne, da waren, die setzen ja dauernd aus. Ne? Aber trotzdem waren wir mit Begeisterung dabei, die Kinder und ich auch. Ne? Wir sehen den jungen Wolfgang Keine auch als Sportlehrer. Welche Erinnerungen hatten Sie, als Sie den Sportunterricht gesehen haben? Ja, das war auch ein Bestandteil des Wettbewerbs rund um den Molchinersee, die Gemeinden. Und ich muss nochmal betonen, was Herr Wender auch gesagt hat, also dass wir das Baselow führen waren. Von Baselow gingen viele Dinge aus und auch dieser Wettbewerb rund um den Molchinersee. Und da haben wir dann unter anderem, wurde das auch erweitert, es ging nicht nur um die allgemeinen Dinge, sondern auch die Kinder wurden mit einbezogen und auf Sportwettkämpfe ausgetragen. Und so haben jede Gemeinde um den Molchinersee hat die anderen dann mal einmal eingeladen und wir haben dort, ich kann mich noch erinnern,
vor dem Schlosshotel in Chorso. Da haben wir dann 100 Meter Lauf gemacht und Weitsprung und Kugelstoß und bei uns in Basel auch. Und diese Wettkämpfe, das ging natürlich darum, dass auch was geboten wurde und dass das, sagen wir mal, dass das Leben interessant war auf dem Dorf. Nicht? Und das waren diese ganzen Dinge, die dann initiiert wurden von Leuten und vor allem auch von unserem ehemaligen Bürgermeister von Herbert, der da führend war und das angesprochen hat. Und so war doch immer eine gute Stimmung und ein gutes Verhältnis im Ort. Ne? Ja, danke erstmal, Herr Heinrich. Gesagt wurde, wer viel macht, der macht auch Fehler. Und wer gar nichts macht, kriegt noch einen Orden dazu. Aber. Es war trotzdem eine ganz schöne Zeit, denn durch die Mitarbeit der Bevölkerung im Dorf konnte man das nur erreichen. Chemnitzer war in Basel, hat sich angeguckt, wie wir die Wohnung von man never den wohnt in dem Haus. Ja, von Bernd. Bernd oben. Und hat gesagt, er würde sich das mal ansehen, wie hier im Feierabend tätig eine Wohnung ausgebaut wird. So, dann haben sie angesehen und dann hat er gesagt, wir fahren mal durch Basel und die Ortschaften rund. Ich möchte gerne mal durch die Ortschaften sehen. Chemnitzel. Und ich sagte doch ich. Anneliese Spittgerber, die wir ganz schnell gemacht haben, auch ein bisschen Spaß, ich war aber hier. So, und sie durfte nicht mit. Ich fuhr mit Chemnitz allein. So, erstmal nach Gessin hierher, das war der erste, und dann nach Seedorf. Und wie wir unten am kleinen Strand waren, da kam der Gedanke auf, Mensch, guck mal, das ist doch alles hier ein, kann man da auch nicht einen Wettbewerb machen? Das war der Gedanke. Dann kam ich den Auftrag, dementsprechend dort, das alles in Wege zu leiten, mit den Gemeinden und Tetro dort Verbindung aufzunehmen, mit Damen, mit Hohen Enzin, mit Chorso, Bülow, Bristow. Von der Maschinenseite aus war das Basendorf, Schwickendorf, Remblin, so kam nachher noch später nochmal Grammentin. So, das war dann die erste Zusammenkunft der Mainzer Stadt. Es wurden dann in Basendorf dort erstmal die Grundgedanken, warum wollen wir Wettbewerb machen. Es ging darum, die rückständigen Gemeinden auf der Tetroer Seite in diesem sogenannten schönen Dorf zu helfen. Ne? Weil auf dieser Seite die Marchine, auch Remblin, hat oftmals auch im Wettbewerb den ersten Platz gemacht, rund um Marchiner See. Basel hat es viermal geschafft, ne? Dann auch Darm, zweimal. So, es ging ja nicht nur alleine um Dings irgendwie zur Beratung, wie schon Wolfgang sagte, auch sportliche Veranstaltungen wurden durchgeführt. Jedes Jahr woanders. Und dann im berühmten Bild dort auch gesehen, jedes Jahr wurden die sogenannten Dorfbesichtigungen durchgeführt. Was wurde in dem Jahr verändert? Und das wussten die anderen Bürgermeister aber ganz genau, weil voriges Jahr gesagt wurde, das und das, ist das nur gemacht worden oder nicht gemacht worden. Ne? Das ist ja auch eine Zeit, in der sehr viele Filme hier gedreht worden sind. Ja. Also wir alleine haben jetzt schon 5 Filme gefunden, die also in den 70ern hier gedreht wurden. Wenn Sie sich an das Material genauer erinnern, das wir für diesen Kurzfilm verwandt haben? Ja, also gedreht wurde ja sozusagen 4 Jahre insgesamt. Anfang der 70er Jahre. Ne? Dann war er mal wieder mal da, hat das gemacht und das gemacht. Guck mal, hat er auch in Schwickendorf gedreht, was wir gar nicht haben in dem Film.
Und ich hatte den Darm gedreht. Gut, wir haben den Darm dort, den alten Sternmacher. Er hat so komisch das da gesagt. Nicht? Also, da komme ich jetzt nicht drauf. Ein Hubel? Ja, ein Hubel, ja. Genau. Ein Mädchen, das mich still hält. Ja, das fängt also an. Auf dieser genau. Ein Hubel, der mich pfeift. Ein Fischer, der nicht soll. Ja, ein Mädchen, das mich still hält, das kauft nichts auf dieser Welt. So, und wir haben ja tatsächlich in dieser Geschichte mit dem Wettbewerb erreicht, dass in den Ortsteilen, in den Dörfern dort, hinter dem See, in Bülow und Bristow, doch einiges erreicht wurde. Das ist Fakt. Das heißt, Herr Dummer, durch diese Beziehung war es auch möglich, diesen Jugendclub in Basel durchzuführen. Ja. Die finanziellen Mittel, die durch den Kreis, das kann man ja, geht ja nur mal den Bereich Kultur, kam ja da letzten Endes auch, war das nur möglich, dementsprechende Mittel und Ausbau des Jugendclubs dort durchzuführen. Und das erste war hier diese alte Schmiede dort mit enormen finanziellen Mitteln. Einmal Herr Brückner sagte, wie die Bohrungen dort zur Trockenlegung dort durchgeführt wurden. Wir haben es doch einigermaßen dort erreicht. Natürlich, heute ist ja auch trocken. Mit einigermaßen. Und dass wir dort hier die ersten Jugendclub eingerichtet haben. Selbst genommen irgendwie daran erinnern, waren das 20.000 Mark seinerzeit für die Einrichtung mit Stühl, Küche und so weiter. Das hat ja auch alles nicht gereicht. Wir hatten ja dementsprechend einen guten Rücklagefonds durch die Manipulation, dass wir nicht bei Jahresbeginn des Haushaltsplans die volle Summe, die wir schon vorher wussten, die reinkam. So war das, haben wir das gemacht. Nicht die vollkommen einplanten, sondern ruhen ließen. Wir haben aber auch eine andere sehr schöne Feier dort im Film. Beim Sehen sind uns sehr viele bekannte Gesichter aufgefallen. Was war das für ein Anlass? Das war das Erntefest der LBG Basel. In seiner Zeit, als Otto Krüger dort Vorsitzender war, und Otto Krüger war dafür, dass auch gesellige Veranstaltungen stattgefunden haben. Ich muss sagen, das war in seiner Zeit mehr solche Veranstaltungen durchgeführt wurden. Und so war auch hier das Erntefest, und dass nicht nur die Genossenschaftsbauern da waren, sondern auch die der Genossenschaft geholfen haben. Ob die Rübenkriege war oder sonst was war. Und so wie der Paul Rech hier drin, der hatte nur keine Rüben gehackt, nicht, aber der war der Verbindungsmann zum KfL im Archiv. Dadurch wieder die Verbindung dort und wurden auch dann dadurch eingeladen. Ja, sage ich erstmal schönen Dank, Herr Dummer. Und vielleicht jetzt nochmal, wenn dem einen oder anderen was einfällt zu irgendeinem Thema, einfach nochmal sagen, das Thema. Und dazu möchte ich noch dies und jenes anmerken. Herr Heine musste sich manchmal so zurückhalten. Ja. Alles früher mit durchgemacht. Du musstest, und am dritten Tag ging es dir dann besser. Dann war man ein bisschen angepasst an der Bücken und der Blumenarbeit. Das heißt, Herr Heine, Sie haben auch dafür gesorgt, dass Ihre Schüler dann zu den Zeiten, als es diese Combines noch nicht gab, auch in den Herbstferien losgezogen sind? Wir waren immer draußen, ja. Wir haben Kartoffeln gesammelt und wir haben auch Rüben gehackt im Frühjahr. Das war ja eine ganz große Geschichte. Ne? Da mussten ja alles noch mit der Hand durchgehackt werden, vereinzelt werden die Rüben. Weil dieses Einzelkornverfahren, das war alles eine spätere Entwicklung. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir hatten hier
an dem Weg nach Basedo hoch. Das war 780 Meter lang die Reihe. Und ich habe dann meine Schüler eingeteilt und habe immer so Leisten im Werkraum gesägt. Da wurde der Name aufgeschrieben, in jede Reihe rein. Und dann wurde die verdonnert, dann und dann hinzugehen. Wir waren natürlich alle gemeinsam frontal. Der hatte eine Woche Zeit, dann musste die Reihe gehackt werden. Und ich bin dann immer raus und habe geguckt, wer hat noch nicht. Das sah man dann schon von beiden. Und dann musste ich den persönlich nochmal ansprechen, damit er auch gemacht wird. Sonst wäre es gar nicht gegangen. Diese Sachen, Rübenhacken im Frühjahr und Kartoffelsammeln im Herbst, das war ganz umgehend, haben wir überall gesammelt, in der ganzen Gegend. Herr Dumme, Sie haben viel von Beziehungen gesprochen. Wie haben Sie sich denn gegenseitig unterstützt in der Gemeinde? Sie sagten jetzt Schwindendorf, Sie haben einen Tipp gekriegt, wenn Baumaterial da war. Was gab es sonst noch für Verbindungen zu anderen Gemeinden? Ich meine, für uns heute ist das ja kaum vorstellbar. Wenn ich Baumaterial brauche, kaufe ich es mir. Ja. Schwer zu sagen. Ich habe von den anderen Gemeinden nicht die Kiste zu mir gekommen, aber von mir wird geholt. Sie waren der Organisator. Durch den Sinn. Ich sag doch mal, ich habe mal im Schuppen gehabt 15 Badewannen. In Marchie kriegst du nie eine Badewanne in den Händen zu der Zeit gekauft. Ich weiß es. Oder Forsterheizung oder so. Ja. So. Der Klempner, Kappau, Marchien, Gulo, mein Name bleibt. Ja, Gulo. Der kam dringend dazu, also, hörte den Bock für die Halbzoll, Dreiviertel Zoll oder was. Ja, dann habe ich ihm 20 Stück gegeben von jeder Sorte. Und du kannst du nicht mehr durch oder so fällt. Aber, Herr, muss ich mal unterbrechen. Das eine Mal habe ich so gelacht. Da hat auch ein Betrieb, die in Seedorf ihren Wohnwagen stehen hatten. Die waren ja aus der ganzen Republik und aus allen Branchen und Bereichen und so weiter. Und die haben dann sich erkenntlich gezeigt und haben ja auch was wieder. Da hatte Herbert mal Toilettenbecken. Ich weiß nicht wie viele, aber da haben wir uns gefreut, die waren auch Mangelware. Bloß das waren welche von der Eisenbahn, die gehen. Da habe ich mir auch noch eins organisiert und dann kommt es gar nicht gebracht. Ja, dann bei Dresden. Ich glaube, ich hab dir der Bahn geschenkt oder was nicht. Ja, das waren so 20 Stück. Herr Heine, nochmal eine Frage zu der K-Wagen-Geschichte. Inwieweit hat da die LPG auch mitgeholfen mit Technik? Denn alles konnte man nicht im Werkraum machen. Nein, und man konnte es auch nicht beschaffen. Ich weiß, wir waren mal auf einer Gemeindevertretersitzung und ich saß vorne im Präsidium und daneben saß der Hauptbuchhalter der LPG, Herr Müller. Und da sagt er, du guckst so trübsinnig. Ach, sag ich, Mensch, ich habe eine Idee, ich möchte ein Boot bauen, ich habe bloß keinen Motor, ich kann aber einen kriegen. Ne? Was soll der kosten? Ich sage, 350 Mark. Ne? Komm morgen zu mir, das machen wir klar. Da hat er den Motor bezahlt, das war ein alter Wartbettmotor. Und den habe ich geholt und habe den eingebaut und wir sind damit gefahren. Ne? Und das war so im Präsidium am Tisch entschieden. Und ich meine, das war früher die Schule und der Betrieb. Was wären wir im technischen Unterricht im Werken gewesen, ohne einmal der polytechnischen Unterricht? In den oberen Klassen fand ja in dem Betrieb statt. Und zum anderen, ich musste immer wieder als Werklehrer zur Stellmacherei oder zur Schlosserei, zur Schmiede hoch, irgendwas, das ging problemlos. Ich bin da fast wie ein Mitarbeiter gewesen in der Werkstatt und konnte da, sonst wäre vieles gar nicht möglich gewesen, schweißen oder so. Genau. Das ging ja gar nicht anders, dann bin ich immer da hingegangen und die haben auch ohne weiteres geholfen. Das war so ein gutes Zusammenarbeiten. Ich denke mal, das kann Herbert besser sagen, Förster Meier war auch eine Schlüsselfigur. Mach mal. Basedow hat auch einen eigenen Förster. Und das war gut so, heute ist das nicht mehr so. Die Forst, den staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb, haben wir ebenfalls einen Kommunalvertrag gemacht, wie mit den anderen Betrieben auch. Und so konnten wir jedes Jahr dementsprechend genügend Holz einschlagen und den Litten schöne Bretter schneiden.
Sonst hätten wir jetzt nicht in Basel das verwirklichen können, was wir gemacht haben. Die ÖVW hat man uns einen Kubikmeter Holz gegeben, sonst aber nicht. Ne? Sage und schreibe, dass es war, aber jedes Jahr wurden 10 Kasten Holz als Bretter geschnitten. Wer war die Schlüsselfigur? Wer war der Ansprechpartner für Sie? Der Förster Bayer. Ja, soweit ich weiß, war der Förster Meier, hat er mir mal erzählt, im Nationalkomitee Freies Deutschland in der Sowjetunion. Ne? Ja. Und deshalb hat er auch den Gedanken der deutsch-sowjetischen Freundschaft hier nach Basel gebracht und hat die Gemeinde eben zum ersten Dorf der deutsch-sowjetischen Freundschaft mit dem Titel. Wurde das doch ja ausgezeichnet, hat er dafür gesorgt, praktisch nicht mehr, oder? Du kommst, hinter Moskau. Also da gab es richtig eine Partnerstadt, ja? Und ja. Sie haben sich dann auch getroffen und ja. Delegationen ausgetauscht. Erzählen Sie mal, wie es dazu gekommen ist. Ursprünglich entstanden ist es dadurch, dass seinerzeit die Freie Erde geforscht hat, wer hat russische Kriegsgefangene 1945 geholfen. Und das war der alte Stanley Meyer, der in Lipkestinhof eine Gruppe russische Kriegsgefangene bewacht hat. Und wie so ziemlich das Ende war, die russischen Truppen hier so langsam hier näher kamen, dann hat er gesagt, hat er seinen Kabiner genommen, auf dem Stein kaputtgeschlagen und hat also, der konnte ja perfekt Russisch. Nun, da war ich Kameraden weg. Schluss, Krieg aus. So, Wolner kaputt, sagen sie ja. So, und das hat die russische Kommandantur in Neustrelitz, der Politoffizier, aufgegriffen. Solotenko, der berühmte Name, nicht? An der Zeit. So, und du musst auch noch kennen. Ja. Und der hat dann dementsprechend, und so kam das dann, dass wir dort die Verbindung hatten und die dann wieder dann mit dem Bezirksvorstand wurde aufmerksam, dass wir mit den sowjetischen Soldaten in Verbindung hatten und dann so wurde das immer enger, der Kreisvorstand sich und so weiter und Berlin. Auf jeden Fall war Otto Meier ein Feiner. Ja, Otto Meier war der Organisator durch seine Gruppe. Mit seiner Gruppe war derjenige dort nicht. Wir hatten viel mit ihm noch, wenn er uns unterstützt hat bei der Jugendweihe. Und dann, das war ja auch der Förster, war ja auch ein armer Mensch im Grunde. Er hatte ja nur ein Moped mit. Und ich hatte schon ein Auto, dann kam er an, kannst du nicht mal mit mir nach Güstrow fahren zur Baumschule, ich muss eine Fläche aufforsten und weiß nicht, wie ich die Bäume herkriege. Und dann bin ich mit meinem Krabi hin und habe diese 60 von Obstkisten voller Pflanzen geholt und habe die dann hier zum Wald gebracht und wurde ausgepflanzt. Ne? Bin ich 2-3 Mal, aber wenn ich dann mal ein Brett brauchte oder einen Stamm, kriegte ich den auch. Ne? Aber sonst, er hat sehr viel gemacht. Er war engagiert und er war auch mit dem Herzen dabei und war wirklich überzeugt von dem, was er machte. Jugendweihe war jetzt so ein Stichwort. Herr Wendel, Sie hatten mir im Vorfeld so erzählt, Sie haben auch schon Jugendweihen durchgeführt in Basedow und irgendeine Veranstaltung noch, die Sie aber nicht so gerne gemacht haben. Naja. Ich wurde einmal gefragt, ob ich nicht hier eine sozialistische Namensgebung durchführen würde. Und die fand im Kulturhaus statt, wo wir hier die Leute tanzen sehen aus Basedow. Und ich hatte mir da eine Rede zusammengeschustert, die ich dann nachher ganz gewaltig während des Redens kürzen musste, da die kleinen Erbenbürger mit meiner Rede wohl nicht ganz einverstanden waren. Die haben dazwischen geschrien und so weiter.
Also das war eine böse Erfahrung für mich. Ich habe nie wieder die sozialistische Namensgebung durchgeführt. Wohl aber die Jugendweihe. Ja, Jugendweihe, ich glaube, ich habe ja auch eine Jugendweihe durchgeführt. Ja. Ja. Ja, aber was hier vorhin zu sehen war, auch ich denke mal, wir haben damals auch sehr viel gefeiert. Ne? Das waren immer Höhepunkte. 7. Oktober waren wir alle da auf dem Kanzler bis zum frühen Morgen. Ne? Und wie gesagt, 1. Mai, das war grundsätzlich, da war Winzerfest und andere Sachen. Wir haben getanzt bis zum frühen Morgen. Wenn wir nach Hause gingen, dann gingen die Schweizer zur Arbeit und das war uns gar nicht peinlich. Dann haben wir noch ein Lied gesungen oder was. Aber wir haben dann auch unsere Arbeit nächsten Tag gemacht. Also, da war richtig Stimmung, dass heute ja nicht mehr ist. Ne? Es gab ja auch die Veranstaltung vom Gartenverein und so. Nicht? Also das obendrein noch, ne? Aber 7. Oktober war immer. Mhm. Und Tanz in den Mai. 1. Mai auch immer. Das war, da hat die Gemeinde auch grundsätzlich die Musik bezahlt. Ne? Ich weiß nicht, da haben wir noch keinen Eintritt bezahlt, wenn ich mich nicht erinnere. Ne? Und 7. Oktober? Mhm. Ach. Wie und 1. Mai auch nicht. Und, ach. Und der Saal war knackenvoll. Ja. Was hat dann früher so eine Kapelle gekostet, wie wir da sind? Was hat man dafür gekostet? Grüne Möbel kam deine Zeit 400 Mark. 400 Mark. 400 Mark. Für die ganze Nacht. Eingestuft, 5 Mark die Stunde. Genau. Und mehr gab es nicht. Nur die Würfel, weil das die bekannteste und beliebteste und versierteste Kapelle war, habe ich dem einfach eigenmächtig 7,50 Mark schon reingeschrieben und seinen Ausweis. Die Kirche von Basedow. Hier soll von einer revolutionären Reform die Rede sein, von der demokratischen Bodenreform 1945. In eben dieser Kirche predigte einst Landesbischof Tolzin, der von den Nazis bereits 1933 aus dem Amt gejagt worden ist. Der Bischof gab der Bodenreform seinen Segen und ermöglichte in der Kirche eine ungewöhnliche Versammlung zur Enteignung des Grafen Hahn von Basedow. Davon berichtet uns Pastor Heinz Pulkenath am Ort des Geschehens. In der vergangenen Woche war Herr Quandt in Basedow und er wollte auch gerne diese Kirche wiedersehen, denn in dieser Kirche war er, als die Bodenreform durchgeführt wurde,